So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ARK mit Zero One Up und mir. Hallöchen. Hallo. Muss nur ganz kurz meine Fenster wieder hinkriegen, so. So, ich bin am Vorhang und wie es heißt, wir haben, oder ich habe besser gesagt, den Server aus Versehen angelassen. Das heißt, wir müssen erstmal für unsere Tiere was zu essen organisieren. Ja. Oder es geht ja willst du dir vielleicht was anziehen? Wieso? Habe ich nichts an? Nein. Also zumindest, du hast eine Hose an, ja, das war es ja, aber auch ja. schon. Ja, Rest habe ich nicht. Den Rest hast du, in der Truhe ist noch meine ja, alte Unterwäsche. Ich hole gleich was. Muss erstmal für Essen sorgen. Wie gesagt, ich hätte da noch alte Unterwäsche anzubieten. So. Essen. So, willst du da alleine hochgehen oder soll ich mitkommen? Ich gehe erstmal alleine und gucke. Okay. Was hier so abgeht. Ja. Wir wissen ja nicht, was passiert ist in unserer Abwesenheit. Ja, das stimmt. Also da kann jetzt alles rumlaufen. Da können jetzt eine noch größere Gruppe Hyänen rumlaufen. Da können andere Dinge rumlaufen. Da kann ein T-Rex rumlaufen. Mein Spiel kann stehen bleiben. Wieso? Wieso tut es das? Yeah, weil es einen Fatal-Error hatte. Also. Nice! Ganz toll, ganz toll. Ja, hallo. Danke. Okay. Ich sehe hier du oben ehrlich gesagt gar nichts. Hier ist ein einziges Viech und der Rest ist weg. Okay. Frage stellt sich mir nur, warum. Was ist hier passiert? Ja, wie gesagt, also hallo an alle, die jetzt gerade angekommen sind. Oh Gott, okay. Ich hatte einen fatalen Error. Ich hab sie gefunden. Was, die Hyänen? Ja. Oh, ich habe das Bett nicht aufgestellt. Ah! Oh nein! Aber du hattest es in deiner Tasche oder hast du es? Ich hatte es in der Tasche, ja. Nein! So, jetzt muss ich erstmal Orientierung fassen. Wo bin ich? Ach, da hinten ist meine Leiche. Was ein Bullshit, dass die hier immer noch rumhängen. Die hatten knapp einen ganzen Tag hier wegzugehen. Tja. Hey, Delphi! Uhu, Delphi! Ach ja, ja, das ist toll, oder? Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz sterben. Ich muss sie hier weglocken von meiner Leiche und von unserem Zuhause. Hallo. Ich finde es total toll, dass Zero sich immer als lebendiger Köder hergibt. Wieso sind die nicht hinter mir her? Der eine hat mich doch gesehen. Vielleicht denken sie sich so, nö. Wieso sind die nur zu zweit? Hinterher. Wer weiß. Ach, die kommen auf mich zu, nur sehr langsam. Vielleicht sind sie überfressen von deinem Fleisch. Vielleicht trägt er mein Bett. Das wär's. Ich bin ja schon ein paar Mal an den verreckt. Ja, guck mal, die schleichen mir hinterher. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall ein... Aber wieso schleichen alle drei? Hallo? Na, die restlichen haben vielleicht dein Fleisch gefressen. Also einer ist schnell. Aber der Rest ist langsam. Tja, wer weiß, was sie noch alles haben. Friss mein Zeug, ja, friss es. Behalt es, werd langsam wie die anderen. Das heißt, wenn wir den Schnellen ausschalten können, die Son Goku hier nehmen, müssen wir auch ausschalten. Und den dritten könnten wir zähmen. Wie willst du denn... Ach so, ja. Naja, nur mit Betäubungspfeilen. Ja, klar. Warum liegt mein Spiel so lange? Er hat meine Sachen nicht mitgenommen. Vielleicht sind sie einfach nur doof. Einen Tag lang ohne uns und die sind verrückt geworden. Wer weiß. Ja, das kann gut möglich sein. Die denken sich so, nein, wie sollen wir jetzt überleben? Oder was auch immer. So. Naja. Wo ist mein Beet? Da ist mein Beet. Weil wenn wir einen Tag lang nicht hier waren, ja... ist mein Beet wieder nicht bepflanzt. Es ist nichts drin. Kein Wasser, kein Dünger, nichts. Einfach nichts. So, jetzt bauen wir hier unser Haus im Wasser und hinten hüpft die Spinne rum. Hm. War nicht wirklich schön. Nee, ne? Vor allem, weil wir immer noch nicht wissen, was die eigentlich kann. Uns töten. Das weiß ich. Ja, vielleicht ist sie auch einfach lieb. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht, aber es wäre möglich.
Also, ich habe 23 Pfeile. Nur einer ist schnell. Wenn ich herausfinde, welcher es ist, könnte ich ihn töten. Okay. Mit ein paar Headshots wird es schon. Jo. Aber ich stelle erstmal das Bett auf. Kann ich wenigstens hier spawnen. So. Ach, ich habe meine Hose noch gar nicht an. Was? Nicht so. Was denn? Nichts. Ups. Oh. Was tust du schon wieder? Gar nicht. Ärgerst du die Hyänen? Nein. Bin noch hier. Gibst du. Ich bin noch hier. Gibst du. So, ich brauche meine Kleidung. Ach, da. Ich kann sie streicheln. So, ihr Lieben. Habt ihr etwas Kacke für mich? So, Schätze, wie sehe ich aus? Was, wo bist du? Da, hinter dir. Umdrehen. Oha. Was hast du denn da? Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Sims. Bin ich verpixelt? Ja. Ja. Er hat einen Pixelarsch. Was hast du gemacht? Ich hatte doch mal PvP-Land gespielt und alle getrollt. Ja. Und währenddessen habe ich Skins freigeschaltet. Und das war eins davon. Ah, also wenn ich nochmal sterbe, kannst du auch sowas haben. Nice. Nice. So, Leute. Habt ihr etwas Kacke für mich? Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie. So. Oha. Die haben sich bestimmt schon wieder ohne unser Wissen gepaart hier. Garantiert. Achso, hier steht doch sogar ein Bett. Habe ich gerade aufgestellt, ja. Ah, okay, alles klar. Na gut. Oh Gott. Was? Nichts. Alles gut. Was? 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 Ja, ich versuche sie zu töten. Aber die haben extrem viel Leben anscheinend. Na gut, das wundert mich jetzt irgendwie so gar nicht. Er läuft weg. Noch nicht. Ups. Oh. Okay, der Schnelle ist tot. Wie hast du den geschafft zu töten? Taktik. Nein, jetzt ehrlich mal. Ich für Pfeil und Bogen. Hat zwar nur 39 Schaden gemacht, aber egal. Okay, das waren die langsam. Aber ich war so verkrüppelt. Ja gut, okay. Aber immerhin, einer ist tot. Ja. Und das war der Schnelle. Ja, naja, dann. Na dann. Aber dein Pfeil und Bogen ist jetzt weg, oder? Nö. Da sind ja noch die langsam am Leben. Da gehe ich jetzt hin, lock die weg und dann ist gut. Ach so. Und dann komme ich wieder. Stimmt. Und werde mit Betäubungspfeilen wiederkommen. Beziehungsweise mit mehr Pfeilen, um die Son Goku-Hyäne fertig zu machen. Okay. Und dann werde ich den letzten fangen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, nice. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Aber eine gute Verteidigung. So. Oh Gott, die sind jetzt zu viert. Okay. Tötest einen, zwei kommen nach, oder was? Naja, wahrscheinlich je nachdem. The fuck? Na toll. Du machst mir jetzt gerade keine Hoffnung. Ach du Scheiße. Oh. Ich kann doch nicht nochmal welche töten.
Mein schöner Plan. Wo kommen die denn her? Oder waren noch mehr? Da war noch mehr. Es kann gut sein. Ja, es kann gut sein, dass da halt noch eine zweite Gruppe war. Egal, egal, alles wird gut. Wir werden hier nie rauskommen, ich sehe das schon. Wir werden auf ewig hier verdammt sein. So, was ist jetzt meine Leiche? Ah, okay, das ist okay. Ich muss sie weglocken. Zumindest die schnellen. Dann kann ich meinen Plan wieder in Angriff nehmen. Oh Gott, ey, warum? Warum Spiel? Kannst du es mir nicht einmal einfach machen? Einmal! Nein, das wäre echt zu schön. Mehr will ich doch nicht. Einmal, dass alles nach Plan läuft. Ach Gott. Ach ja. Na gut, dann locke ich sie erstmal weg. Ich hoffe, nur die Schnellen kommen mir hinterher. Ja, natürlich. Ich muss mich erstmal von Pilzen und Beeren ernähren, bis ich einigermaßen, ja, satt bin. Okay, ich habe die Schnellen auf jeden Fall ein bisschen weiter weggelockt. Okay. Heißt, ich kann jetzt meine Sachen wieder aufsammeln, wenn ich meine Leichen kontrolliert habe. Irgendeine wird davon schon meine Sachen haben. Okay. Und dann komme ich wieder. Ach ja. So, dann gucken wir mal, was hier vorne los ist. Oh, die legen sich gerade mit den Triceratops an. Okay. Kannst du mal gucken, wer stärker ist, ne? Auf jeden Fall nicht der Triceratops. Das ist blöd. Hätte ja Was klappen waren können. jetzt die Schnellen? Wo sind die Langsamen? Ich habe die Befürchtung, dass alle mir gefolgt sind. Na oh Gott. Also vorhin, als ich sie weggelockt habe. Naja. Ach Mann. Die sieht man auch nicht. Nee. Das stimmt allerdings. Und ich hätte sie das eine Mal fast mit den Pferden verwechselt. Aber du bist ja ein nettes Pferdchen. Ja, genau. Und dann geht's los. Jetzt greift er einen Bären an. Niemand kann sich gegen die Dinger wehren. Das geht nicht. Die Nö. hauen dich einmal, dann blutest du stark und kannst dich nicht mehr bewegen. Eine Hyäne ist Okay. tot. Oh. Einfach so? Und die liegt auf dem Boden. Ich glaube, der Triceratops hat sie erwischt. Von wegen der Triceratops ist nicht stärker. Erdbeben! Erdbeben! Ich brauche wertvollere Sachen. Und so ein Okay, Scheiß. ich habe das Gefühl, dass die Verkrüppelten tot sind vom Triceratops. Okay. Ja, kann gut möglich sein, ne? Oh Mann, mein Plan, ey. Wieso kann nicht einfach alles gut laufen? Ja. Das wäre dann nicht unser Spiel. Okay, der Triceratops, den ich zähmen wollte, ist jetzt auch tot. Ja. Ja, ich muss sagen, es ist eine erfolgreiche Folge. Ja. Oh Mann. Aber lass mal, ich habe gerade überlegt, ich sollte vielleicht den Dodos auch noch was zu essen sammeln. Weißt du, was ich hier sehe? Ein Skorpion. Oh, Den will das ich ist cool. zumindest haben. Zähmen oder einfach nur Ja, Zehm. Der töten? ist hier ganz einsam. Oh. Es wäre zu schade, wenn er hier einsam bleibt. Ja, das stimmt. So, ich brauche eine Bola. Was fehlt mir dafür noch?
Stroh, okay. Aber weißt du, was ich das äußerst interessant finde? Dass nur die Bäume auf der einen Seite nachgewachsen sind und nicht auf der anderen? Doch, sind sie doch. Nein. Wie nein? Nein, sind sie nicht. Sie sind nur auf der einen Seite nachgewachsen. Ich finde das sehr interessant. So, ich lock den Skorpion ein bisschen näher an unsere Basis ran. Damit ich nicht so weit laufen muss. Also, ich Ja. habe auf beiden Seiten gesehen, rechts und links. Nee. Also weiter hinten ja. Aber vorne, wo die waren, da ist nix. Ja, weil unsere Basis da ist. Ach, Skorpion, sei doch nicht so doof und steck in den Bäumen fest. Tja. Gut, hey, Skorpion. Hallo. Hier entlang. Ich führe dich. Folge mir. Ich glaube, der kommt hier nicht durch. Okay. Komm, ich beseitige für dich diesen Baum. So, Dodochen. Okay. Also die Dodos waren auf jeden Fall noch so gar nicht am Verhungern, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wenn sie sich nicht bewegen, ist ja alles gut. Aber ich denke, das wird reichen. So, jetzt auch wieder dahin. Ich hoffe, es reicht mit dem Knüppel. Was mit dem Knüppel? Achso, für den Skorpion? Nur das kommt aufs Level an, würde ich sagen, ne? Okay, er liegt. Huh. So. Jetzt können wir nämlich das vergammelte Fleisch gut benutzen von unseren Raptoren. Das vergammelte. Ach so, weil der Skorpion das frisst. Ach so. Wie kann denn ein Tier dazu kommen, vergammeltes Fleisch zu essen? Ein Aasfresser. Ja, aber das ist vergammelt. Kein Aas. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Das ist ja I, ist das. So, hier mein kleiner Nimm. Werden einfach eine Armee von Tieren aufbauen und dann die Dinger angreifen. Ja, auf jeden Fall. Wird zwar Nur einiges drauf. Hä? die Dodos vermehren sich schon. Es sind 4 Stück da eingesperrt hinten. Müssen wir nur noch unsere Raptoren dazu kriegen, dass sie sich paaren? Und dann so eine Raptoren-Armee machen oder was? Ja, natürlich. Ist doch cool. So, aber ich glaube nämlich, dass ein richtiges Ei war, oder? Nee. Was? Lystro-Ei? Ach so, okay. Was? Ich hatte gedacht, ich hatte gehofft, dass die Dodos sich vermehren, aber tun sie nicht. Vermehrt euch! Jetzt, sofort. Es war nur ein normales Ei, was ich vorhin hatte. So, was macht mich gerade so schwer? Willst du auch zensiert sein? Ich habe jetzt ganz viele. Ich? Ja, obenrum würde ich gern zensiert sein. Ja, hier, ich habe sie dir hingeworfen, wenn du zu mir kommst. Jetzt die Frage, wo bist du? Bei Da den bist du. Truhen, ja. Bei den Raptoren. Ich lass mich jetzt zensieren, Leute. Das hier? Ja, das, was auf dem Boden liegt, halt, ne? Hemdskin. Adamskostüm, geil. Okay, das sieht ja komisch aus. Das ist jetzt ein Loch bei dir wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, aber wie bist du verpixelt? Verdammt, ich will wissen, wie das aussieht. Warum auch immer, doch kann ich. Ha. Nein, wieso drehst du dich mit, du Uschi? Sie dreht sich mit. Ich habe gerade hier. Ja, also ihr könnt euch so ungefähr vorstellen, wie das aussieht.
Sims. Oh Gott, was hast du denn da alles hingeworfen? Meine Leichenreste. Toll.